Definieren der Use Cases beim Redesign. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG. Ich habe in den letzten drei Posts mitgeteilt, wie man an Redesign rangeht. Erstens definiert man die Personas, dann die Ziele mit den Maßnahmen und dann die Vergangenheitsanalyse. Und heute geht es über Use Cases, also über Anwendungsfälle, die Besucher haben, wenn sie auf die Webseite draufkommen. Ich habe hier ein Beispiel von einem Offline-Teil, das ist eine Zahlstation beim Parkplatz. Da haben Sie sicher auch schon festgestellt, dass Sie nicht auf Anhieb gecheckt haben, wie man hier vorgehen muss. Ist auch total logisch aufgebaut. In der Mitte geht es los, da geht es hoch und dann geht es ganz nach unten. Usability-Fail meiner Ansicht nach erster Güte. Das könnte man besser machen. Vor allem gibt es hier eigentlich auch nur einen Use Case, nämlich dass ich mein Billett hier kaufen kann oder muss, wenn ich geparkt habe. Wichtig bei Use Cases ist, dass ich nicht zu viele definiere. Es lohnt sich also nicht mit 20 Use Cases zu arbeiten. Ich bringe dann immer das Beispiel von Gala. Auch hier geht es um ein Hauptthema und vielleicht noch drei Randthemen. Also der Fokus liegt hier auf dem Heidi Klum Thema und dann habe ich noch die sekundären Use Cases. Zwei auf der linken Seite, einer oben rechts und das war's dann. Also viel mehr packe ich hier nicht rein. Auch hier auf einem Magazincover ist man überfordert, wenn man zu viel erkennt. Es gibt Magazine, die setzen hier auf mehr Themen und da wissen Sie selber, wie verwirrlich das wirkt. Das genau gleiche gilt für eine Website. Ich habe hier eine Tabelle, in die ich dann diese Use Cases abfülle. Das ist ein grober Raster, den wir hier aufgestellt haben. Ich gehe kurz oben durch. Use Case Nummer, dann habe ich den Use Case Titel. Die Persona, die hier zu dem Use Case gehören, ist ein interner oder ein externer Besucher. Ziel des Besuchers, was will er herausfinden? Ziel auf der Webseite drauf. Was für ein Endgerät hat er? Wie hoch ist die Priorität des Use Cases? Wie kam er auf die Seite? Wie wurde er beworben? Und im Kommentar kommt dann Ihr Thema rein. Wie will ich ihn auf der Seite halten? Was will ich, dass er macht? Themen wie Call to Action müssen da rein. Ich habe hier ein Beispiel grün eingerahmt, die Verfügbarkeit von Produkten. Das ist wieder das Thema der Firma, die Antriebstechnik-Komponenten vertreibt, aber nicht online. Verfügbarkeit eines Produktes, das interessiert zwei Personas, einmal den Einkäufer und den Servicetechniker, das sind externe Besucher. Ziel des Besuchers ist die Verfügbarkeit zu erfahren, ist klar, einfach Ziel auf der Webseite und das ist geht ein bisschen weiter. Er muss zuerst das Produkt finden, bevor er überhaupt sieht, dass die Verfügbarkeit wichtig, dass die Verfügbarkeit gegeben ist. Und das heißt, es ist ein entscheidender Punkt, dass ich die Produkte schnell finde. Die Verfügbarkeit ist das Zweite, das ich sehen muss. Die kommen über den Desktop, die Priorität ist hier hoch, die kennen die Firma bereits. Und hier geht es noch darum, dass man bei den Produkten beispielsweise dann anmerkt, unsere Produkte sind alle ab Lager verfügbar. Das also, wie man so einen Use Case oder solche Use Cases aufführt. Und die Tabelle, mit denen in dem Fall jetzt 6 Use Cases, die geht nachher an die Designer, an die Grafikerinnen und die erstellen aus dem nachher das Wireframe. Und das ist der nächste Schritt, den ich Ihnen dann im nächsten Post mitteilen möchte. Für Fragen, Anmerkungen bitte gerne hier in den Kommentaren. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin der INM AG.